Jo, hallöchen, willkommen zurück bei Pokémon Perle. Ich guck mal ganz kurz wegen dem Upload, der ist fertig. Ich stelle nächstes Mal nicht an, das lädt so schnell hoch. Das ist auch egal. Willkommen zurück, wir machen weiter und wollen uns in Richtung Ewigenau bewegen und der Route 205 weiter folgen. Hi! Wenn du Honig auf die Rinde eines süßlich duftenden Baumes schmierst, lockst du so vielleicht Pokémon an. Können wir hier gerne machen? Ja, wir haben ja noch genug. Zack. Dürfen wir nur nicht vergessen. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche? Wirst du nicht können, denn nach dem Kampf musst du erstmal ins Pokémon Center gehen. Haha. Der gute alte Nick. Mal Kamera mal an. Oh, Ponita! Jeder liebt Ponita, oder? Ganz ehrlich. Alter, ist das schön. Wir nehmen mal Plünfer, weil eigentlich müssten wir damit... kann Plünfer Aquaknarre? Ich hoffe. Los, Plünfer! Oh nein! Ponita, auch ein Pokémon aus der ersten Generation, einfach nur wunderschön. Und auch die Weiterentwicklungen sind der Hammer. Mit diesen Flammen, ich finde das so schön. Das ist erschreckend schwach, ne? Das aber auch. Okay, sehr effektiv. Ja, Heuler reduziert ja unseren Angriffswert nochmal, ne? Okay. Wie heißt es nochmal? Ponita, Galoppa und... Mew erreicht Level 13. Sehr schön. Campernick wurde besiegt. Das hat mich jetzt doch ganz schön demotiviert. Also du kannst erstmal zurückgehen und dein Ponita heilen. Es heißt, im Ewigwald leben starke Pokémon. Ich sollte mich wohl noch besser vorbereiten. Klingt nach einer guten Idee. Mir wurde aber gesagt, dass wir hier noch ein Pokémon fangen können, was ich noch nicht habe. Einen Versuch gebe ich mal noch. Wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Gucken mal. Darf doch nicht wahr sein. Geil. Ein Bammelin erscheint. Das sieht irgendwie süß aus, wie so ein dressierter Otter. Level 7. Chirizo, Ruckzuckhieb sollten wir machen. Nicht, dass es jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund direkt besiegt wird. Das wäre sehr schade. Oh, ist das süß! Rutenschlag, okay. Verteidigung sinkt, das ist egal. Wir machen Ruckzuckhieb. Coole Augen. Ah, sieht sehr merkwürdig aus, die Attacke. Na gut, Ruckzuckhieb. Nochmal Heuler, okay. Was soll denn dieser Propeller da hinten? Und wir werfen mal einen Pokéball. Das sollte reichen, oder? Ja. Ja. Perfekt. Sehr schön. Klasse, Bammelin wurde gefangen. Genau das Pokémon wollte ich noch haben. Pachirizo erreicht Level 11. Perfekt. Dankeschön. Beim Lin wurde ein Antrag angelegt. Es schwimmt, indem es seine beiden Schweife wie eine Schiffsschraube rotieren lässt. Also quasi... Beim Tauchen schrumpft seine Schwimmblase. Wasser-Pokémon. Ich frag nicht. Nein. In mein Team und wir tauschen das mal mit Pachirizo. Denn Pachirizo kann sich nicht weiterentwickeln. Ich glaube, Bammelin kann sich weiterentwickeln. Okay, cool. Genau das wollte ich haben. Ein wildes Bammelin erscheint. Na toll. Das hat sich ja gelohnt, das hinten nochmal bewusst zu holen. Level 9, weiblich. Wir machen mal effektiv, effektiv, sehr effektiv. Wir machen mal eine Tackle-Attacke.
und werfen mal einen Pokéball. Denn wir wollen ja eins wieder behalten und eins weiterentwickeln. Ja, wir wollen ja am liebsten alle Pokémon besitzen, die es gibt, in allen Entwicklungsstufen. Perfekt. Plünf erreicht Level 14. In eine PC-Box. In eine Box geliefert. Oh, das ist doof. Dann müssen wir die immer nachsortieren. Das ist ärgerlich. Du findest eine Kapsel X-Angriff. Das ist wieder so ein Konsumgegenstand, der nach einmaligem Benutzen aufgebraucht ist. Heb den Angriffswert eines Pokémons im Kampf stark an. Honig. Der Duft dieses Honigs lockt wilde Pokémon an. Verwendet ihn im hohen Gras, Höhlen oder an besonderen Bäumen. Ob in den hohen Bergen oder der Ebene, ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's! Okay. Ich mag die verschiedenen Charakter, ja. Wanderer Karel fordert dich heraus. Mit einem Kleinstein. Jetzt wird er hier Cricket spielen oder so. Keine Ahnung. Okay. Wirkungslos, nicht sehr effektiv. Nicht sehr effektiv. Okay, wir nehmen mal Plünfer. Die Umgebung hier ist auch sehr schön, oder? Mit diesen Steinen da hinten und so. Okay, eine Aquaknarre. Los, Plünfer! Oh mein Gott, instant. Nice. Okay. Marschollo, ja, haben wir auch noch nicht gefangen, ne? Marschollo fehlt uns auch noch. Okay, das war jetzt nicht so geil. Fußkick. Aua. Mit ihrer Flosse. Es ist so cute. Oh, sehr schön. War eine Art Volltreffer, oder? Erfahrungspunkte, perfekt. Bammelin erreicht Level 8. Nochmal ein Kleinstein. Weiterkämpfen. Dann nehmen wir wieder Aquaknarre und guckt euch mal bitte Plünfer an. Ist das nicht einfach das beste Pokémon? Okay. Aquaknarre. Nice. Luxio erreicht Level 18. Funkensprung. Ja. Eine Elektroattacke, die das Ziel paralysieren kann. Hebt die Stärke für die kommende Elektroattacke an und erhöht die Spezialverteidigung. Also will ich Ladevorgang mal ersetzen. Perfekt. Bidiza weiterkämpfen. Ich denke mal, wir können das jetzt mit Plünfer durchziehen hier. Aber wie schnell man am Anfang noch die Pokémons wieder Walzer. Aua. Okay. Noch nachträglich hochziehen kann, ist sehr überraschend und sehr gut. Perfekt. Break, break. Plünfer erreicht Level 15. Plünfer versucht Piekser zu erlernen. Ja, und dann machen wir es wieder wie vorher auch und ersetzen erstmal Heuler. Ja. Mew erreicht Level 14. Und Bammelin Level 9. Das war ein erfrischender Kampf. Die guten Wanderer. Du kannst die gleichen Pokémon-Arten in vielen verschiedenen Gegenden finden. Genau wie du Wanderer auch abseits der Berge antreffen kannst. Aha, wow. Ich liebe Pokémon, die süßlich duften. Das ist doch so eine Aroma-Lady, oder? Das sind diese... Ja,
Eleonora. Das sind diese Esoteriker, oder? Elosteriker? Ihr wisst schon, was ich meine. Los, Luxio! Pflanzen-Pokémon, dann müssen wir doch eigentlich auch mit Blitz effektiv nicht effektiv. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da... sehr effektiv. Okay. Wir haben ja ein gutes Repertoire dabei. Da müssen wir uns jetzt nicht zurückhalten. Da können wir auch entsprechend tauschen, um dann die effektiven Pokémon einzusetzen. Zum Beispiel Staravia. Sorgensamen. Was? Was ist gerade passiert? Ich habe es nicht ganz verstanden. Flügelschlag. Chancenlos, ne? Das war's schon. Hm. Hast du den herrlichen Duft meines Pokémon bemerkt? Wenn du viele Beeren pflanzt, wird auch dich ein süßer Geruch umgeben. Na, ich weiß ja nicht. Hallo? Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und Ewignau. Genug Zeit, also für einen Kampf. Schauen wir mal. Camper Simon fordert dich heraus, oder Simon. Mit einem Kleinstein. Da wäre natürlich jetzt wieder Plünfer perfekt geeignet. Los, Plünfer! Sandsturm, okay. Das verringert, glaube ich, die Trefferwahrscheinlichkeit immens, oder? Nee, es macht Schaden. Das ist okay. Hauptsache, wir treffen. Warum macht Plünfer immer so? Also Plünfer generell, das ist so süß. Okay. Staravia erreicht Level 18, sehr schön. Notsituation, das ist eine Notsituation. Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Ah ne, das ist das hier. Trifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe des KPs des Anwenders. Könnt gerne Doppelteam mal ersetzen, das nehme ich eh nicht. Ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Oh Mann. Mit einem Pokémon an seiner Seite macht Camping einfach immer Spaß. Das glaube ich sogar. Geht's da weiter, geht's untenrum weiter? Ja, gib mal her die Beeren. Wir nehmen einfach überall die Beeren mit und pflanzen eine neue. So, dann können wir überall später nämlich nochmal neue Beeren mitnehmen. Du findest einen Pokéball. Sehr schön. Und da könnten wir auch Surfer einsetzen, oder? Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend finden kann. Das ist eine Camperin, ne? Beziehungsweise heißen die nicht... Genau, Picknickerin Sibylle und Camper Simon. Shinux, okay. Oh. War irgendwie ein bisschen süßer, oder? Als Luxio. Nein! Ach, scheiße. Das Silberblick ist immer so ein bisschen... Okay, ein Biss. Sehr schön.
Carpador reicht Level 14, sehr geil. Bamelin Level 10, ja, nehmen wir alles mit. Pachirisu nochmal, das ist auch kein Problem. Wir probieren einfach mal Biss. Das soll schon passieren. Sehr geil. Was? Wie unfair ist das denn? Okay, das ist unfair. Coole Augen. Nein! Es hat so süße Augen. So Knopfaugen. Aber leider. Sorry, ich lasse mich nicht bezürzen hier. Volltreffer sogar. Es macht uns süße Augen und wir hauen den Volltreffer rein. Auch geil. Picknickerin Sibylle wurde besiegt. Was für ein Schock. Das kann doch nicht wahr sein. Was ich über Pokémon weiß? Gute Frage. Es gibt weibliche und männliche und bei manchen ist das Geschlecht unbekannt. Es ist ein Luftschacht. Er versorgt die Untergrundhöhlen mit frischer Luft. Sehr gute Anmerkung von ihr gerade, denn es gibt tatsächlich Neutron-Pokémons, zum Beispiel Mew. Mew ist weder männlich noch weiblich. Was soll das darstellen? Ich komme immer noch nicht so richtig drauf klar. Ausgerechnet hier muss ich mich verlaufen. Ein Wanderer, der sich verläuft, das ist aber auch schade. Wanderer Nathan fordert dich heraus. Nathan Drake, der ist jetzt im Ruhestand. Onyx. Klingt wieder nach Plinfer, ne? Also Plünfer. Los, Plünfer! Ach, come on. Das ist doch scheiße jetzt. Das sollte eigentlich reichen, oder? Onyx setzt Tackle ein, okay. Und Klammergriff macht auch nochmal Schaden. Sehr scheiße. Come on. So. Tschüss, Onyx, Mann. Okay, das war ganz schön brenzlig. Also da sieht man diese Klammergrifffähigkeit. Das ist eine gute Attacke, die eben vor allen Dingen über mehrere Attacken immer wieder Schaden macht. Plünfer erreicht Level 16. Luxio erreicht Level 19. Mew erreicht Level 15. Und Bamelin erreicht Level 11. Also alle aufgestiegen. Und Bamelin erlernt Ruckzuck-Hieb, okay. Erst verliere ich Joridio und dann noch den Kampf. Nein, nein, nein. B, 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 B. Ich drücke B. Hä? Die Entwicklung wurde abgebrochen. Plünfer bleibt Plinfer. Dann geht der Controller leer, könnt ihr euch das vorstellen? Du findest eine Sprühdose Schutz. Okay. Hey! Beim Kampf kenne ich keine Nachsicht. Nicht gleich schreien, bitte. Alter! Kämpferin Claire. Die ist sportlich unterwegs. Mit Marshallow. Ich glaube, hier können wir doch aber auch... Schauen wir mal. Aber jetzt haben wir eigentlich unser Plünfer schon so weit trainiert, wie unser eigentlich erdachtes Plünfer schon war, oder? Schon krass, schon wieder alles aufgeholt.
Alter. Das hat viel Schaden gemacht. Okay. Claire wurde besiegt. Ich gebe mich nicht geschlagen. Du spielst einfach in einer anderen Liga. Okay, so kann man sich natürlich auch eine Niederlage erklären. Vielen Dank, jetzt weiß ich, wo ich mit meinem Können stehe. Was? Okay, wir brauchen auf jeden Fall mal eben Heiltrank. Trank. Wir geben Plünfer mal auch ein Tränkchen. Du findest einen Supertrank, okay. Und hier wäre dann die Sprungschanze, okay. Und hier sind überall diese komischen, Lüftungsschächte. Ich bin noch unschlüssig. Sollte ich mich ein bisschen amüsieren? Was heißt denn hier amüsieren? Wir geben uns volle Funde aufs Maul hier. Picknickerin Doris fordert dich heraus. Sie hat Plinfer! Das kann ich nicht machen. Ah. Oh, es ist so süß. Warum ist es so süß? Es tut... Nein, es tut mir so leid. Oh Mann. Das macht mich so fertig. Warte mal eben. Wie gemein. Ich find's auch gemein. Ich hätte sie auch am liebsten nicht getan. Hör ganz genau hin. Kannst du die Rufe der Pokémon hören? Tatsächlich. Okay, ich vermute, hier drin werden wir geheilt. Das wäre so ein typischer Heilzwischenraum. Glaubst du, du schaffst es ganz allein durch den Ewigwald? Du siehst müde aus. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Ja. Du und deine Pokémon, ihr seht wieder richtig erfrischt aus. Das ist aber nett, oder? Dass wir uns hier mal kurz schlafen legen durften. Willkommen bei der Pokémon-Forschungsecke. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genau unter die Lupe nehmen. Ah, da hätten wir schon wieder ein Exemplar, ein wildes Serpeise. Trägt er das bei sich? Ah, zeig mal her. Ah, meine Finger. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Okay. Cool. Dankeschön. Dann können wir jetzt mit frischer Energie durchstarten. Ah, und hier haben wir wieder Bäume, die man mit Hilfe von Zerschneider zerschneiden könnte. Das können wir aber derzeit noch nicht. Im Ewigwald leben viele Gift-Pokémon, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter oder gehe ich lieber zurück? Haben wir Gegengift dabei? Wir haben viermal Gegengift. Perfekt. Also ab dafür. Hallo, mein Name ist Raisa. Und du bist? Ah, du heißt also Ellie. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich meinen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald, aber so ganz alleine habe ich zu viel Angst. Hier sollen nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, die sich Team Galactic nennen. Zusammen ist man weniger allein, heißt es doch. Lass uns den Wald gemeinsam durchqueren. Du gehst gemeinsam mit Raisa weiter. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Ewigwald und die Zeit steht still. Wie cool! Ich erschrecke immer etwas, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gleichzeitig auftauchen. Mein Pokémon wurde vergiftet und kann daher derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mehr Gegengift im Pokémon-Supermarkt kaufen sollen. Achso, es kommen jetzt immer zwei auf einmal. Oha, was hat die für Haare, Alter. Also das Panikon würde ich gerne fangen. Geht das?
Das klappt nicht. Was? Okay, aber wir können doch jetzt das Knospi besiegen und dann greife ich nur das eine an, oder? Scheiße. Ja, kann ich das denn jetzt fangen? Ich würde echt gern wissen, was davon die Weiterentwicklung ist. Okay, wir können es fangen. Das ist cool gemacht. Dass wir trotz Doppelkampf... was? Ich will es aber nicht angreifen. Scheiße. Come on. Danke. Yay, Panikol wurde gefangen. Sehr schön. Bamelin erreicht Level 12. Für Panikon wurde ein Eintrag angelegt. Kokor-Pokémon, Käfer. Geschützt durch seinen stabilen Kokon übersteht es die Angriffe seiner Gegner. Es vergisst niemals deren Aussehen. Okay, da weiß ich halt echt nicht, was daraus wird. Ein Wumpel! Nee, das andere. Haspiron? Haspiror. Oh. Wumpel wurde besiegt. Sorry, Wumpel, dich habe ich schon. Boah. Okay. Ja. 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 Perfekt. Okay, schön. Haspiror wurde gefangen. No. Wittert es Gefahr, wird es wachsam und stellt beide Ohren auf. In kalten Nächten vergräbt es zum Schlafen das Gesicht in seinem Fell. Oh, Hasen-Pokémon. Oh. Erstmal in die PC-Box. Cool, wir müssen dann eh nochmal alles sortieren, denke ich mal. Du findest ein Gegengift. Okay. Der Stein ist mit Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Was soll mir das denn sagen? Okay, da kommen wir nicht durch. Wir gehen bloß ein bisschen spazieren. Du fragst dich sicher, was cool ist, oder? Nein, tja, ich sag's dir trotzdem, Käfer-Pokémon! Entschuldigung. Göre, Helene und Käfersammler irgendjemand. Ich hab's nicht gelesen. Julius. Käfersammler Julius. Shanaira übrigens auch ein Pokémon aus der ersten Edition, glaube ich. Also aus der ersten Generation. Paralysiert. Perfekt. Geil.
Tschüss, Waupel. Ah. Papinella ist auch neu, eine Art Schmetterlings-Pokémon. Absorber. Okay. Lalala! Okay, perfekt. Damit hat, glaube ich, nur noch der Käfersammler Pokémon, oder? 20, Philuxius, Staravia 19, Plünfer 17, Carpador 15. Carpador. Carpador erlernt Deckel! Carpador kann nicht nur mehr nur Platscher! Mühe reicht Level 16. So, jetzt ist die Frage, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt da. Bitterkuss. Er ist verwirrt. Ja, verwirrt ist auch ganz lustig, dann können Pokémon sich manchmal auch selber verletzen. Okay, wir kennen noch nicht die Effektivität unserer Attacken. Wir machen einfach mal Biss. Wird aber nicht aus diesem Kokon-Pokémon, oder? Bei Melina reicht Level 13. Hier, aus Schaloko, oder? Oha, Volltreffer. Mega effektiv. Du besiegst Göre, Helene und hier den Käfersammler. Oh nein! Es regt mich so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Käfer-Pokémon total cool sind. Okay, jetzt will sich Plünfer wieder entwickeln, glaube ich. Nein! Nein! Die Entwicklung wurde abgebrochen. Igitt, wie eklig! Im Wald wimmelt es nur so von Käfer-Pokémon. Zu allem Übel habe ich kein Gegengift besorgt. Was für ein Albtraum. Coolness scheint dich automatisch zum Sieg zu führen. Warum ist denn seine Partnerin hier? Warum hast denn seine Partnerin Käfer-Pokémon? Du findest einen Paraheiler. Sehr schön. Okay, schon wieder ein Doppelkampf. Ich will mal ganz kurz hier gucken, ob wir hier noch ein neues Pokémon finden können. Gib mir ein Pokémon. Eins. Dankeschön. Was ist es? Na, super. Na, Subi. Dim, dim, dim. Tschüss. Okay. Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie, ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. Alter. Sehr Linus und Seherin Lisa. Alter, die Bälle fliegen in ihren Händen. Oh nein. Oh nein, keine Abras, bitte nicht. Sehr effektiv, okay. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Na, 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 la, la, la. Okay. Sehr effektiv. Ja, okay, dann haben wir unseren Mega Abra-Killer ja gefunden. Einfach nur Biss. Das ist ein bisschen sad. Plünfer erreicht Level 18. Blubstrahl, ja. Und zwar würde ich ganz gerne dann Charme
vergessen. Versprüht Blasen, die eventuell den Initiativewert des Ziels senken. Plünfer, du darfst alles lernen, was du möchtest. Schwupp. Plünfer hat Charme vergessen und Blubstrahl erlernt. Mew erreicht Level 17. Du besiegst Linus und Lisa. Entgegen aller Erwartungen bin ich es, die die Niederlage davonträgt. Nimm's nicht so ernst. Ist schon okay. Jeder kann mal verlieren. Nein, Plünfer will sich nicht entwickeln. Nein, nein. Es gibt noch viele Rätsel auf dieser Welt, die gelöst werden wollen. Eigentlich gilt die alte Villa als verlassen. Keine Menschenseele soll hier mehr hausen. Und doch ist mir, als würde ich eine Präsenz herumwabern spüren. Die alte Villa? Ich kann mich an eine Villa erinnern. War das in dem Pokémon-Teil? Die haben wir tatsächlich schon beide. Du bist entkommen. Du findest einen Superball, gut versteckt da unten in der Ecke. Da unten sind zwei Käfersammler. Zwei Waumpel. Ui. Um mich gerade so ein bisschen zu orientieren hier. Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nimm dir also Zeit, gründlich zu suchen. Das stimmt. Hey, ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Achtung, Plage im Anmarsch, genauer gesagt. Hexaplager. Was? Hexaplager? Käfersammler Shoya und Dominik. Waumpel und... Ach, das eine ist so ein Pokémon, das so an Ästen hängt. Das sieht jetzt ein bisschen weird aus. Guck mal. Burmi, genau, Burmi. Bam. Tschüss, Waumpel. Barmelin erreicht Level 14. Lalalala. Piku, piku, piku. Burmi ist verwirrt. Setzt trotzdem Deckel ein, nicht schlecht. Was? Ihh, die Augen. Pudox. Da probiere ich mal einen Donnerschock. Das ist nicht so effektiv. Konfusion. Oh, das könnte uns auch verwirren. Okay. Noch ein Küsschen. Aber Baumi setzt weiter Tackle ein, obwohl es verwirrt ist. Das ist nicht schlecht. Machen wir mal Biss-Attacke. Funktioniert das? Ja. Obwohl die verwirrt sind, nicht schlecht. Also ich kenne das aus der roten Edition so damals mit meinem Glurak. Wenn das verwirrt war, das hat sich nur selbst getroffen. Katastrophe. Krass, also hier scheint verwirrt nicht so unglaublich effektiv zu sein, wie es früher mal war. Okay, Pudox besiegt, perfekt. Luxio erreicht Level 21. Ah, jetzt hat sie sich selbst verletzt. Okay. Panikon, okay. Da müsste doch das hier funktionieren, genau. Perfekto. Gar kein Problem. Carpador erreicht Level 16. Ich bin sehr stolz auf Carpador. Das ist jetzt für eine Logik. Ist bereits verwirrt, ist nicht mehr verwirrt.
Machen wir auch mal hier eine Bissattacke. Okay. Was ist das denn? Zirpeise. Das hat einen Schnäuzer, glaube ich, ne? Heilt das? Ach cool, okay, eine Heilfähigkeit, auch nicht schlecht. Ey, und für mich auch, danke. Cool. Okay, noch einmal, dann sollte das schon gewesen sein. Perfekt. Okay. Aua, aua, aua. Oh, wow. Einfach so, wow. Ach, Mano. Was ich für ein seltenes Pokémon hielt, war in Wirklichkeit nur ein Trainer. Bitte was? Wusstest du, dass Hexaplager der Name einer Pokémon-Fähigkeit ist? Hast du ja nicht eingesetzt, ne? Du findest einen Trank, okay. Haben wir auch schon beide gefangen? Das große Problem, Pokémon hat seit der zweiten Generation auch einen Tag-Nacht-Wechsel. Das heißt, wir müssten eigentlich auch irgendwann mal nachts hier nach Pokémon schauen, dass wir jetzt nicht immer nur die Tags-Pokémon fangen. Gutes Beispiel, das war für mich damals halt neu, denn es gab in Pokémon Rot in der ersten Generation halt keinen Tag-Nacht-Wechsel. Ab der zweiten Generation gibt es den erst und dann wurde es auf einmal nachts. Nacht, was mega gruselig war. Und dann zum Beispiel Huthut ist für mich so das typische Nacht-Pokémon aus der zweiten Generation, was eben nur nachts erscheint. Dieser Wald ist irgendwie seltsam. Er scheint mir neue Energie zu geben. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und sie kommt von dir. Das ist eine gruselige Aussage. Okay. Seherin Anja und Seher Heiko. Enton. Oh, was ist das denn? Also Enton kennen wir. Aber Mediti ist neu. Sehr effektiv gegen Enton. Okay. Okay. Fußkick, aber im Nachhinein. Auch das werden wir überstehen. Widerkuss. Sehr schön. Und da, keine Ahnung, Medite, wahrscheinlich die Kampf-Pokémon. Keine Ahnung, was wir da am besten einsetzen sollten. Scanner. Ah. Ey, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Heißt das, wir können jetzt die einen Attacke nicht mehr benutzen, oder? Ja, das war wirklich früher anders mit dem Verwirrtsein. Also es war doch ganz selten, dass die Pokémon dann noch angegriffen haben, oder? Okay. Staravia erreicht Level 20, sehr schön. Und Bamelin Level 15. Bamelin versucht Aquaknarre zu erlernen, ja. Und dann kannst du gerne Heuler ersetzen, weg damit. Aquaknarre kennen wir ja schon von Lunfa, Plinfa und auch der Weiterentwicklung. Dein Sieg ist irgendwie alles andere als seltsam. Mediti!
berühmte letzten Worte. Wälder sind wirklich außerordentlich rätselhaft. Sie verströmen diese unerklärbare Energie. Die alte Villa, ich spüre dort eine starke Präsenz. Welche alte Villa? Ah. Du findest ein Glas Honig, okay. Nein! Wir haben keinen Zerschneider. Ah, da ist ja der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Allein hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Ellie. Aber das war's schon. Nein! Okay, das war scheinbar der Wald. Aber auch hier geht's noch weiter. Ne? Und die reden ja auch alle von dieser komischen Villa. Das ist dann wahrscheinlich hier. Hier ist auch so eine Villa abgebildet, ne? Okay. Und wir gehen mal raus hier. Wir haben hier Angler. Was ist hier? Ah, guck mal. So kann man den ganzen Wald wahrscheinlich umgehen, oder? Ist das eine Art Shortcut? Oha. Okay, dann können wir hier nochmal ein paar Beeren pflücken und pflanzen. Und wir pflanzen mal wieder genau die, die wir auch ernten. So. Wäre halt geil, wenn man irgendwie so eine Art Farm hätte, oder? So eine Art Housing, dass man dann selber so Beeren bei sich anpflanzen kann. Okay. Piersiefbeeren. Zack, 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 zack. Ja. Piersiefbeeren. Sehr schön. Und dann haben wir noch Amrena-Beeren. Her damit. Und auch das können wir dann einmal hier nochmal einpflanzen. Mit den Honigbäumen weiß ich nicht. Kann man endlos viele einschmieren? Ist das schlimm, wenn man das macht? Die Mechanik kenne ich nicht. Oh, ein Bammelin erscheint. Schon wieder. Dam, 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 dam. Tschüss. Okay. Wir können hier gerne nochmal gucken. Nochmal nach einem weiteren Pokémon. Dann würden wir hier jetzt auch einen Schnitt machen. Und beim nächsten Mal würden wir uns dann die finale Route hier anschauen. Und dann nach Ewignau gehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Stadt aussieht. Und vor allen Dingen, ob wir da unser Fahrrad bekommen. So. Flüchten mal. Das haben wir auch schon. Und das sieht auch nach Surfer aus, oder? Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Ah, da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's. Ja, okay, nehmen wir noch die Angler mit hier. Angler Jakob fordert dich heraus. Mit einem Goldini. Er hat an der Angel sein... Das meint er nicht ernst. Mit der Angel zeigt er. Oh Mann. Ah, der macht mich fertig. Ciao, Goldini. Goldini wurde besiegt. Sehr schön. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hast du eine Angelrute? Dann fang dir ein paar große. Okay, dann sind wir auch schon da. Okay, okay. Gar nicht. Beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Eine Kampfpause. Angler Kenji. Wenn jetzt nur Carpadora hat, ne? Gibt's
nicht in jedem Pokémon diesen einen Typen, der nur mit Carpador kämpft? Plünf erreicht Level 19. Mew erreicht Level 18. Okay, das könnte durchaus noch spannend werden. Also er hat auf jeden Fall fleißig geangelt. Ob das jetzt so gut oder was er geangelt war, sei mal dahingestellt. Was er geangelt hat, meine ich. Aber er hat auf jeden Fall fleißig sein Team voll geangelt. Jetzt am Ende nochmal ein Garados, das wäre lustig, oder? Oh Mann. Okay. Okay, Carpador wurde besiegt. Damit hat sich das auch schon erledigt. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Nee, du hättest ernster andere Pokémon sammeln sollen als Carpador. Nein, Plünf entwickelt sich nicht. Okay. Wenn du ein Ausrufezeichen siehst, musst du sofort die Route einziehen. Das ist auch schon der ganze Trick beim Mangeln. Kann ich einmal direkt was anbeißen? Ist ja kein Wunder, dass ihr nichts angelt. Ist wahrscheinlich komplett unbewohnt, der See hier. Okay, schon verstanden. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Wehe, es sind nur Carpador, Junge. Ich warne dich. Okay. Yannick, es sind immer nur 3 Stück. Es ist ein Carpador. Wenn das Stufe 10 ist, ne? Ach, Junge. Ja. Es könnte spannend werden, wird es aber wahrscheinlich eher nicht. Luxio reicht Level 22, sehr schön. Wir müssen mal wieder mit unserem Staravia kämpfen, weil sonst, gehen die immer weiter auseinander. Er hat noch einen Carpador. Es ist nicht sein Ernst, oder? Deine starken Pokémon sind wirklich alles Carpadore. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Was? Ich hoffe nicht. Jetzt habe ich auch noch einen Kampf in den Beinen. Autsch, tut das weh. Du findest einen Trank. Okay. Cool. Und hier oben wären die Bären gewesen. Genau. Okay, cool. Ewigenau. Lebendige Vergangenheit. Schnell. Perfekt für ein Thumbnail. Und ich sehe da ganz viele Fahrräder überall. Oh, die Musik ist geil. Alter, diese Musik ist so schön. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter und ich darf noch einmal die Musik ein bisschen spielen. Ja, ich finde die unglaublich schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Pokémon Leuchtende Perle.
Ciao.